Hallo und ein herzliches Grüß Gott aus dem wunderschönen Wolfsbach. Ja, wir sind wieder in der Adlerwacht und ich sage euch, ich habe ordentlich vorgearbeitet. Ja, habe ich gemacht, habe ich getan, wird euch vielleicht nicht gefallen, aber ich habe es gemacht. Es ging einfach anders, nicht von meiner Zeit her. Ich konnte nicht wirklich aufnehmen, aber ich konnte nebenbei so ein bisschen spielen. Ja, und deswegen ist es dazu gekommen, dass ich hier schon vorgearbeitet habe. Ja, ich habe die Häuser so ziemlich alle fertiggestellt, bis auf die Dächer. Die Dächer habe ich nicht geschafft. Ich konnte einfach nicht in der Zeit so viel Wolle organisieren. Es ging einfach nicht. Ja, die ganzen Häuser hier sind fertig. Ich zeige es euch jetzt mal. Ja, und ich habe mich auch für dieses Außendesign vor der Tür entschieden. Das habe ich mit Elysion damals so geplant gehabt, dass die Häuser alle dieses Außendesign bekommen, diesen hier quasi dieses Dach, ja, dieses Vordach. Ihr könnt sagen ja oder nein, ihr könnt mir bitte in die Kommentare schreiben, ich kann sie noch immer einfach abreißen. Ja, also wenn ich sie abreiße, passiert gar nichts, dann sieht man einfach nur wieder den Hintergrund schöner, sozusagen. Aber ich finde, dass die Farbe auch für den Innenraum ganz gut ist, ne? Dass man hier eben sieht, dass man hier die Farbe so sieht. Ja. Ja, wie gesagt, schreibt mir das bitte in die Kommentare, ob ich diese Vorbauten wegreißen soll oder nicht. Hier konnte ich die Dächer fertig decken. Da drüben konnte ich das Dach konnte ich fertig machen schon. Aber oben die Dächer fehlen alle. Also die Dächer dann nördlich von hier, die fehlen alle. Aber wie gesagt, hier sind die Häuser jetzt fertig. Sie sind fertig hier gebaut. Was jetzt eben die äußere Hülle, den Korpus betrifft, sind sie fertig. Ja, und hier sieht man es zum Beispiel, ne? Hier habe ich nur die Außenhülle noch geschafft zu legen. Und dann war Schluss. Ja, und ich habe halt hier versucht, soweit ich komme, hier die unteren Ebenen zu decken. Also ich habe versucht, hier die unteren Häuserebenen zu decken, dass ich eben nur noch oben die großen Flächen übrig habe, damit ich nicht ständig irgendwo rauf und runter hüpfen muss. Das war mir ganz recht. Ja, aber die Hüllen sind alle fertig und es ist auch alles ausgeleuchtet. Also wir brauchen wirklich nur noch Wolle holen und hier zumachen. Ja, und dasselbe gilt für die beiden Häuser. Ja, das heißt, wir machen heute einen Abstecher. Wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können zu Annie reisen, zu ihrer automatischen Wollfarm. Oder wir reisen nach Bocksprung und krempeln die Ärmel hoch und machen einfach. Das können wir uns jetzt quasi dann entscheiden. Warum ist denn das so eine Kramskiste geworden? Ja, so eine Kramskiste geworden. Hier sind noch die restlichen Glasscheiben, die ich verwendet habe zum Bau. Das ist so eine Kramskiste. Ja. Ist so eine Kramskiste geworden. Naja, macht nichts. Da können wir können ja allgemein alles da lassen. So. Hier hätten wir Holz. Da können wir den ganzen Holzkram reinpacken. So. Hier ist eher so Sandstein und so zu Hause. Okay, eine Steinziegelmauer. Dann hätten wir hier... Irgendwo muss noch Erde rumoxidieren. Naja, macht nichts. So, da können wir das reintun. Das bleibt nicht... Oh, hoppla. Das wollte ich ja da haben. Da tun wir den Amboss raus. So, ein bisschen schlichten. Bisschen herumschlichten. So, und den Bogen. Ja, passt. Leeres Inventar sollte vollkommen reichen. Wir nehmen uns Eisen mit. Warte, habe ich irgendwo noch loses Eisen? Nein. Okay, gut. Das heißt, wir machen das so. Zack. Achso, das geht sich natürlich so dann nicht aus im Endeffekt. Das heißt, wir brauchen einmal noch das da. So, das heißt, wir lassen hier zwei Plätze für Scheren frei, damit wir eben
scheren können, damit wir die Schafe scheren können. Bett haben wir dabei, Essen haben wir bei, okay. Dann würde ich sagen, auf zum Hafen. Ja, der ist ganz schön weit weg. Der ist ganz schön weit weg. Ich überlege gerade, ob es nicht leicht ist, wenn wir Richtung Drachenwacht reisen und von der Drachenwacht weg. Ich glaube, aber wir haben ja unser Pferd. Wir haben ja unser Pferd, da können wir die Reise ein bisschen verkürzen. Da können wir die Reise ein bisschen verkürzen. Hopp. Ui. So. Ja, ich würde sagen, wir gehen gen Bocksprung, weil wir waren schon vor... Es ist schon ein bisschen her, weil wir waren bei Anni. Wir waren bei Anni, auch wenn es schon ein bisschen her ist. Und wir waren bei Anni und ich würde sagen, wir besuchen jetzt einfach mal den guten Dune. Ja, hier stehen auch noch die ganzen Gerüste, weil hier haben wir aufgehört. Na, hier seht ihr es. Oh, da ist ein Baufehler drin. Da ist ein Baufehler. Hier sind überall diese Dinger. Das ist ein Baufehler, den muss ich noch beheben. Ja, hier ist auch ein Baufehler. Warte, den behebe ich schnell. Zack, zack, zack. So sollte das Muster nämlich wirklich aussehen. Also einmal oben, einmal unten. Einmal oben, einmal unten der Strich, einmal oben der Strich. Und hier ist es dasselbe. Also hier wird es wieder anfangen. Oben, unten, oben, unten, oben. Da ist ein kleiner Baufehler passiert, aber das ist nicht schlimm. Nachdem man das 1000 Mal macht, kommt man einfach in die Bredouille. Und irgendwann macht man Fehler. Das ist einfach so. So, wir müssen zum Hafen. Und zwar nicht hier zu dem kleinen Hafen. Das hier ist ja der kleine Hafen. Wow, 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 wow. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. So. Das ist ja nur der kleine Hafen. Hier in Sternenfeld. Wir müssen zum großen, zum Kirschblütenhafen. Ja, warum habe ich den Kirschblütenhafen genannt? Auch das hat seine Richtigkeit. Kirschblütenhafen deswegen, weil ich habe vor, noch einen großen Kirschbaum hier zu pflanzen. Ja, und mit diesem großen Kirschbaum, der wird wirklich riesig, den möchte ich hier pflanzen. Der wird riesengroß. Ja, der wird hier irgendwo, hier werde ich ihn pflanzen, damit er hier nach unten gut seine Wurzeln ausbreiten kann. Und dann wird der riesengroß hier über den ganzen Dingen hier wachsen. Der soll hier wirklich wachsen und riesengroß sein. Das ist die Idee dahinter. Ich habe vergessen, wo ich da mein Pferd... Ich habe da hinten immer so eine Pferdekoppel gehabt. Habe ich die abgerissen? Nein, ist noch da. Okay. Ist noch da. Ich habe hier immer so meine Pferdekoppel. Eben für solche Tage. Wenn ich mal hier zum Hafen reisen muss. So, und jetzt geht's auf nach Bocksprung. Und jetzt muss ich schauen, inwiefern dort ein Schiff anlegt oder nicht. So, Hundegrabe. Juhu, ich bin Hundsgrab. Yay. Aber Aquatica... Da ist Zweibrücken, Fernweh, die Wüstenrose, Drachenwacht. Was haben wir hier? Grimoria. Grimoria. Hochwellenberg. Rossbach, ja. Nein, da wollen wir überall nicht hin. Wir wollen nach hier, ne? Bocksprung. Schauen wir mal. Die Schneeflocke. Das ist Sternsing. Und hier ist Bocksprung. Passage nach Bocksprung mit der Wollknäuel. Zack. Wow. Hallo, da bin ich. Guten Tag. Ich bin's. Huhu. So, Banner des Mojang vom Tomcat. Eine Reisekiste. Guten Tag, guten Tag. Bürgermeister von Wolfsbach. Huhu. Guten Tag. Guten Tag.
So, na, wie geht's? Wie geht's? Wie steht's? So, wir gehen hier den offiziellen Weg. Hoppla. So, hier. Hier geht's offiziell nach innen. Ja. Schönes Ding hier. Alles mit Kies, die Wege, finde ich total gut auch. Ja, Bocksprung ist schon groß. Schon schön geworden hier. So. Hoppa. Guten Tag. Schauen wir uns hier ein bisschen Bocksprung angucken. So. Wenn man hier kann man die Karte sehen. Bocksprung und Karte. Wir sind jetzt gerade hier reingegangen. Ja. Und da oben sind die Felder. Also da oben sind die Gehege. Da wollen wir hin. Das heißt, wir müssen eh wieder raus. Aber jetzt mal hier zum Sehen, wo wir sind. Wir stehen hier. Hopp. Da stehen wir vor dem Gebäude. Das ist hier. Und wir gehen raus und gehen da zu den Schafsfeldern. Ja. Aber ich wollte euch mir mal zeigen, wie groß eigentlich hier Bocksprung ist. Bocksprung ist wirklich groß geworden. Ja. Bocksprung ist riesig. Und hier sind überall Kisten. Ich habe zum Glück meine jetzt alle zurückgelassen. So, hier wird gerade voll gebaut. Hier ist gerade alles im Bau. Das ist die Arena, soweit ich mich erinnern kann. Oder ist das die Arena? Nee, Blödsinn, ist nicht die Arena. Die Arena ist ja drüben. Nö. Hier keine falsche Information verbreiten, Herr Gastador. So. Da ist die Arena. Das ist die Arena. Da ist die Arena. Also das ist quasi schon der Eingang, aber das ist halt jetzt nicht die Arena an sich, sondern die Arena ist ja hier drüben. So, hier. Da unten werden Kämpfe ausgetragen. Hier oben kommen die Logen hin. Also hier wird zugemacht und da kommen die Sessel drauf, wo man dann sitzen kann. Beziehungsweise so ein Sitzkreis, wie man so schön sagt. So, ja. Bocksprung. So. Guten Tag. Hallo, hallo. Bin nur ich. Ah, Katze. Hallo, Katze. Schöne Färbung. Ja, Katze, Katze, Katze. Und hier sind die berühmten Bocksprunger Schafe. Ja, alle schön getrennt farblich. Hier haben wir ein Sammelsurium und hier sind die getrennten. Ne? Ja. Hier wird sich wirklich intensiv gekümmert. Also man sieht hier stimmt es nicht ganz mit rosa, aber hier ist braun, da ist violett und rosa, da ist hellgrün, hier sollte hellgrün und dunkelgrün sein. Hier ist hellblau und dunkelblau und hier ist gelb. Und ja, es ist noch nicht, glaube ich, so ganz ausgereift. Und hier sieht man schon, ne? Hier gibt es ja schon jede Menge. So. Und wir gehen jetzt mal schnibbeln. So. Hier kann man echt gut schnibbeln. So. Das ist natürlich wesentlich angenehmer als jetzt im Wolfsbach, wo du natürlich wesentlich weniger Schafe. In Wolfsbach sind ja wesentlich weniger Schafe. So, ich versuche nur die weiße Wolle zu ergattern. Ist natürlich nicht so leicht. Aber alleine die Geschwindigkeit, ne? Bei so viel Schafen. Bei so viel Schafen ist man natürlich von der Geschwindigkeit her ungeschlagen, wie schnell man hier Wolle bekommt. Wolle. Ein wahrer Schafstraum. So.
Manchmal muss man aufpassen, ob man hellgrau von weiß nicht unterscheidet. Da ist manchmal ist ja hellgrau und weiß, da muss ich selber immer aufpassen. Ob ich jetzt ein hellgraues Schaf schere oder ein weißes Schaf, also weiß gefärbtes Schaf sozusagen. Also die Standardwolle. Das ist hellgrau. Da muss man aufpassen. Das ist ein weißes Schaf. So, das ist, glaube ich, hellgrau. Das war auch hellgrau, aber das ist weiß. Wow. Hier geblieben. So, das ist definitiv weiß. Und schlafen dürfen wir nicht übersehen. Oh mein Gott, was für ein Schaforama. Ein Schaforama. Also wer Schafe liebt, kommt hierher. So, schnell mal schlafen und essen. So, gib wieder hier Kürbiskuchen am Morgen. Nö, mein Bett. Gib wieder Kürbiskuchen am Morgen. So, aber man sieht, wir haben jetzt eins. Nur, machen wir das mal so, damit wir dann nicht unnötig aufnehmen. Damit wir nicht unnötig falsche Wolle aufnehmen, die wir gar nicht wollen. So, machen wir es so. So. Ja, das läuft. So. Weihe Wolle. Das war wieder hellgrau. Das ist hellgrau. Manchmal ist es wirklich schwierig zu sagen. Du bist ein weißes Schaf. Du bist ein weißes Schaf. Das sieht nach hellgrau aus. Weiß. Ja. Das dürfte alles weiß sein. Das auch. So, hellgrau. Du bist ein weißes Schaf. Schauen wir mal. Du. Du auf jeden Fall. Du. Darf ich mal kurz? Ganz kurz nur. Immer diese Schafe hier. Immer dieses Gepläke. Wie gut, dass ich das Gepläke auf ein Minimum geschraubt habe, sonst würden wir hier verrückt werden. Das dürfte noch weiß sein. Das ist definitiv weiß. So. Das ist hellgrau. Dürfte weiß sein. Das ist hellgrau. So, das ist hellgrau. Was haben wir hier? Hellgrau. Ja, man muss halt wirklich gucken. Aber trotzdem bin ich wesentlich schneller als in Wolfsbach. Keine Frage. So. Hallo. Sehr geehrte Schafe, hier spricht der Bürgermeister von Wolfsbach. Bitte benehmen Sie sich. Bitte stellen Sie sich in Reihe und Glied auf und lassen Sie sich scheren. Neues Wollwachstum ist immer gut. Lassen Sie sich scheren, dann kriegen Sie neue Wolle. Neue Wolle ist doch gut. So. Neue Wolle. Wer möchte neue Wolle? Ich musste ja irgendwie beschwichtigen. Ich musste ihn ja quasi das verkaufen, dass es gut ist, was ich hier gerade mache. Ich meine, ist ja irgendwo auch gut, weil sie dadurch das Fell regenerieren. Na? So. Hier. Wow. Das ist eine scharfige, eine haarige Angelegenheit im wahrsten Sinne des Wortes. Ich werde euch alle beschnippeln. Hier, kommt ran. Kommt ran, ihr Schafe. So.
Okay, das sieht schon mal gut aus. Ich könnte mal was machen. Ich könnte mal ganz kurz rausgehen. Hier sehe ich so eine Kiste. Ich werde hier mal zum Beispiel dieses ganze Hellgraue ablegen. Und das da reinlegen, was ich nicht brauche. Weil so... Bleib drin! Puh! War zwar ein Schlag nötig, aber... Scharf gerettet. So. Okay, weil dann, selbst wenn ich dann hellgraue Wolle immer wieder mal schnibble, dann kann ich die zumindest tunen da lassen. Dann versauert die hier nicht am Boden. So, das ist was. Das dürfte was sein. Das ist hellgrau. Das dürfte was sein. Das ist was. Das ist, glaube ich, hellgrau. Ja, gar nicht so leicht, ne? Das ist definitiv was. Das auch. Das war hellgrau dazwischen. So, aber wir nehmen alles. Wir gehen hier durch, knallhart. So, wie schaut's aus? 1, 2, 3, 4, 5. 6 Decks haben wir bis jetzt, also in der kurzen Zeit eigentlich. Wow. So. Na komm. Zack, 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 zack. Schnipp, schnapp. So, wir schnibbeln hier, was das Zeug hält. Das war hellgrau, das ist was. Hellgrau, hellgrau, hellgrau. Helga. Wie viele Schafe hier heißen Helga? Jetzt werden wahrscheinlich alle gleich Mäh machen. Viele heißen Helga. Oder Harald. Helga. Oder irgendwie so. Oder Eduard. Oder irgendwie so. Viele, viele Schafe. Ja. Langsam wird mir wirr im Kopf. Warum versammelt ihr euch hier oben? Seid ihr Bergschafe? Verwandte der Bergziegen? Alles ist möglich. Okay. Bin mir gar nicht mehr so sicher. So, hier. Du. So, jetzt sollte ich mal schnell was essen. Ja, ist Kürbiskuchen, nicht für euch. Wolfsbacher Kürbiskuchen, richtig gut. Total lecker. Ihr müsst mal mit eurem Bürgermeister reden, ob der eure Nahrungsmittel ein bisschen verändert. So. Oh, das war wieder hellgrau. Das ist was. So, aber es läuft. So, das war ein weißes... Ein weißes Schaf. Ja, damit. Ja, wie gesagt, wir müssen so ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen. Es ist zwar ganz gut, wenn wir andere Wolle auch machen, aber wir sollten uns darauf konzentrieren, die Farbe einzusammeln, die wir wirklich brauchen. So... Ich meine, ich könnte jetzt in Wolfsbach auch die Schafe vermehren, aber die Frage ist, wann brauche ich je wieder so viel weiße Wolle wie jetzt in der Adlerwacht? Da ist dann halt die Frage, wie sinnvoll das ist, weil dann müssen wir die Schafe natürlich auch durchfüttern. Die Schafe müssen wir durchfüttern und wenn wir jetzt serverseitig gucken, belastet das natürlich auch Servar. Weil umso mehr Lebewesen auf der Welt auf Servar leben, desto schwerer hat Servar. Wie unsere schöne Welt heißt. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. So. Weil... Ich möchte ja in Wolfsbach noch später mehr Einwohner haben. Und das ist mir lieber, ich habe mehr Einwohner als Tiere.
Das ist wieder hellgrau. Ah, das war was? Was? Das könnte hellgrau gewesen sein. Ziemlich schwierig zu unterscheiden, muss ich schon sagen. So. Das ist definitiv was. Das und das. Das, das. Ja, heute mal wirklich Ressourcenbeschaffung. Ressourcenbeschaffung vom Feinsten. Ja, muss auch sein. Ist auch ein Teil des Ganzen. So, was? Wasserwolle. Das dürfte Wasserwolle sein. So. Das dürfte Wasser. Das ist definitiv Wasserwolle. Das auch. So, das ist hellgrau. So, was? Hellgrau. So. Ganz schön schwierig teilweise. Mittlerweile verschwimmen ja die Farben, da es so ähnliche Farben sind. Oh, so viel zu meiner Schere. So, weiter geht's. Aber wir erwischen wirklich viel weiße Wolle, so ist es nicht. Oh, schnell mal hinlegen. So, und wenn wir jetzt mal schauen, wie viel wir schon haben. So. Eine Reihe ist schon komplett. Wow. Okay. Das ist die hellgrau. Also wir haben hier wirklich schon eine komplette Reihe und ein bisschen was noch. Ich würde sagen, ein bisschen machen wir noch. Und dann machen wir uns auf den Weg zurück. Dann machen wir uns auf den Weg zurück nach Wolfsbach. So. Aber wir haben hier wirklich schon ein bisschen was geschafft heute. Also alleine nur in dieser halben Stunde haben wir schon wirklich was erreicht. So, was? Das dürfte was sein, das. So. Das war wieder hellgrau. Hellgrau, was? Hellgrau, was? Ja, mittlerweile ist es schon wirklich schwierig. Weil die weißen Schafe glänzen so ein bisschen am Rücken und die hellgrauen, das zum Beispiel, ne, da sieht man den Unterschied jetzt wieder zwischen das Grau, hellgrau und weiß glänzt so ein bisschen. Das ist, aber das glänzt zwischen Weiß und Hellgrau ist so ein minimaler Unterschied, nur hoppala. Das ist was, das ist was, das ist was. Da. Und mit der Zeit verschwimmt dann das, ne? Weil man einfach nicht mehr so konzentriert ist. Wenn man immer nur zwischen Weiß und Hellgrau versucht zu unterscheiden. So, Wasserschaf. Das Schaf, das hier eingeklemmt ist, das ist quasi das konstante Schaf. Da weiß ich immer, dass das Wasserfarbe hat. So, mal essen. Bisschen Pause machen. So. Weihewolle. So, da mal was, da. Da ist ein weißes Schaf. Da, da. So. Ein bisschen noch, dann lassen wir es aber gut sein. Dann ist hier diese haarige Angelegenheit mal vorbei.
So, das. Hier. Da. Wow. Also heute ist es wirklich. Also heute fühle ich mich ein bisschen wie der Kalif zwischen all seinen Schafen, wenn er die streicheln geht. So, wie sieht's jetzt aus? So, wow. Ja, ich glaube, wir machen uns auf den Weg zum Ausgang. Wir nehmen noch die letzten paar Schafe mit, die wir noch so abstauben, und dann gehen wir Richtung Ausgang. Dann haben wir wirklich viel Wolle. So, Ausgang. Die Schafe sammeln sich, sie wollen mich nicht rauslassen. So, der bleibt jetzt hier. Er streichelt uns, der macht uns schöne Haare. So. Nö, das macht der Dune. Der Dune soll sich da um euch kümmern. Der macht das. So. Up. Brr. So, jetzt aber. Es reicht. Es reicht. Nein. Puh. Okay. So. Die anderen Wolffarben, die lasse ich Dune gerne da. Die, was? Das ist Helga. Das ist Helga, so hier. Ja, also wir haben schön was gemacht. Wir haben wirklich schön was geschafft. Und ich lasse ihm auch die Schere da als Dankeschön, dass ich es mir holen durfte. Und warte, ich lasse ihm auch ein bisschen Eisen da für neue Scheren. So. Als Dankeschön für quasi dafür, dass ich hier die... dass ich hier die Schafe scheren durfte. Ja, die Bewohner gehen schwimmen. So ist das. So, hoppala. Ab nach Hundsgrab. Guten Tag. Da sind wir wieder. Hundsgrab. Sehr schön. Die Kuhinsel. Aua, jetzt gehe ich schwimmen. So, hier. Die schwimmende Insel der Kühe. Ja. So, wir sollten wieder zurückkehren nach Wolfsbach. Das heißt, nochmal schwimmen gehen. Zack. Bap. So. Ab geht's. So, Wolfsbacher Schiff ist ganz hinten links. Da wollen wir hin. Man sieht es auch hier am Banner. Wolfsbacher Banner. Zack. So, da sind wir wieder. In Wolfsbach. Da sieht man auch wunderschön hier auf unser Naturschutzgebiet. Das hier darf niemand angreifen. Hier wird auch niemals etwas gebaut werden. Das habe ich damals zum Naturschutzgebiet erklärt, weil ich hier so viel von diesem Wald abgeholzt habe. Weil ich ja unbedingt hier meinen Hafen haben wollte. Ist nun leider auch der einzige Hafen, der nach außen verbunden ist. No. Weil hier... Also quasi, der ist wirklich mit der ganzen Welt verbunden, der Hafen. Und man müsste quasi hier ziemlich weit rundherum fahren, bis man hier noch quasi von hinten über die Drachenwacht rein in den Vulkansee kommt. Und dann haben wir eben noch die Wolfskralle, die auch hier im Vulkansee fährt. Die fährt dann, also die Wolfskralle fährt dann hier weiter.
und ist hier. Hier ist eine Durchfahrt. Und hier fährt man hoch. So, zack. Hier fährt man hoch. Hier hält die Wolfskralle dann auch. Und hier geht es dann durch diesen Kanal da, bei Delfino, durch die Drachenwacht hier durch. Und hier geht es aufs offene Meer. Also hier kann man dann wieder aufs offene Meer fahren. Da kann man aufs offene Meer fahren. So. Ja, Hannes schöne Fischerstube hier. Gefällt mir ja total gut, wenn ich hier immer vorbeirate. Das ist einfach, das sieht einfach gemütlich aus. Oder das lädt so an, so, hallo, komm rein. Nimm dir einen Fisch. Nimm dir eine Angel. Sieht für mich halt gemütlich aus. So, dann reiten wir wieder außen herum. Ist einfacher als innen. Ja, hier an dem alten 7-Tage-Hundsgrab-Projekt vorbei. Das leider nie fertig wurde. So. Ja, kleiner Baufehler. Kann man ausbessern, ist nicht schlimm. Hier stimmt's. Wenn man hier guckt. Oben, unten, oben, unten, oben, oben, unten. Also hier stimmt's. Hier ist oben, oben. Und hier wird's wieder anfangen. Oben, unten. Das heißt hier, das müsste weg. Und dann geht's wieder weiter. Das können wir ja schnell machen. Weil wenn mir der Baufehler jetzt auffällt, fällt er mir vielleicht später nicht mehr auf. Also oben, unten, oben, unten. Also das heißt, hier müssen wir oben wegmachen. So. Und hier bleibt es unten. Ah, oben. Hoppa, aua. Aua. Immer diese tiefen Tiefen. Diese Untiefen sozusagen. So, wir wollen aber zurück in die Adlerwacht. Das heißt, wir bessern hier noch schnell den Baufehler aus und dann geht's weiter in die Adlerwacht. Hier, da und da. So. Baufehler ausgebessert. Und wir müssen Selena finden. Da oben ist sie. Huhu. So, ja, hier sind noch Falltüren drin. Ja, hier sind noch Falltüren drin. Zum Bauen. Ja, und so geht das halt die ganze Zeit dann noch weiter. Bis in alle Ewigkeit. Bis irgendwann mal vielleicht in irgendeiner Zeit diese ganze Mauer mal dann unten fertig wird. Sie ist ja in dem Sinn fertig, das ist ja nur die Verzierung. Aber per se ist sie fertig. Das ist nur die Verzierung. So. Ja. Und ich werde mich wieder ans Dächerdecken gehen. Ja. Ich werde wieder Dächer decken. Ist nicht so spannend. Deswegen zeichne ich es auch diesmal nicht wirklich auf. Weil wir haben das ja schon ein paar Mal jetzt gezeigt. Und es ist wirklich nichts Spannendes. Außer, dass ich hier immer hochklettere, meine Wolle verlege, wieder runterklettere. Wieder hochklettere, Wolle verlege und so weiter und so weiter. Und dementsprechend sage ich jetzt mal, lasse ich das, weil es wirklich nicht spannend ist. Und ja, dann werde ich mich von euch verabschieden an der Stelle und sage mal Dankeschön fürs Zusehen, dass ihr wieder mal dabei wart. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Und in der nächsten Folge, glaube ich, sollte ich euch eigentlich schon hier eine fertige Adlerwacht präsentieren können. Also zumindest was die Häuser angeht. Und ja, dann werden wir irgendwann dazwischen, oder das werde ich wahrscheinlich auch außerhalb machen. Ich werde außerhalb dann irgendwo Dinger hier machen. Das habe ich ganz vergessen. Ich muss ja noch dekorieren. Im Sinne von, ich möchte ja noch dazwischen so Bäume haben und Oasen. Ja, und das werden wir noch machen. Das wird noch passieren. Das heißt zum Beispiel, hier möchte ich eine Oase haben, weil hier ist ein natürliches Wasser und da drüben, irgendwo da drüben ist auch noch, ja, hier ist noch eine.
hier ist eine und da drüben ist, glaube ich, auch... Ja, hier, da ist noch so eine natürliche Oase, so wie hier. Das werde ich so quasi zum Haus dazu gestalten, dass das quasi zum Haus gehört, die Oase. Quasi wie eine Art Garten. Und ja, das ist im Endeffekt der Sinn der Sache dann. Aber, aber ja, so werden wir es machen. Also jetzt währenddessen nicht hier das Dachdecke, erzähle ich euch halt noch meine Gedanken, wie es dann noch weitergeht. Aber im Endeffekt, ja, so sollte es unterm Strich eigentlich weitergehen. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter. Und wieder ein Dach fertig. Das ist eigentlich der Gedanke dahinter, ja. Dass wir das so machen. Ja, werden wir auch so machen. Falscher Aufgang. Ja, so werden wir das machen, ihr Lieben. Und wir werden hier noch ein bisschen ausgestalten. Aber danach gibt's was völlig anderes. Und diesmal lasse ich euch immer abstimmen, wenn ich irgendwo was Neues anfange. Diesmal nicht. Und zwar hat das den Grund, weil ich mir etwas überlegt habe. Das kann ich im Endeffekt jetzt hier auch schon so präsentieren. Wir werden ein bisschen Abstecher machen. Wir werden Abstecher nach Wolfenstein machen. Wir werden einen Abstecher nach Wolfenstein machen. Und wer sich noch erinnern kann, Wolfenstein ist die Stadt, aus der ich komme. Also Stadt, das Dorf. Das Dorf, aus dem ich komme. Und wo auch damals meine Cousine mysteriöserweise verschwunden ist. Wer das noch weiß, Mattia Castadur. Die auf mysteriöse Weise einen Unfall hatte mit einer Pflanze, also beim Erforschen einer Pflanze, und zwar einer schwarzen Bitterrose. Da war mal was. Da gibt es ja auch auf meinem Friedhof, gibt es ja auch für sie ein Andenken, weil man ja eigentlich keine Überreste mehr gefunden hat. Nach der verheerenden Explosion, wo das Haus quasi in die Luft geflogen ist. Ja, so ein bisschen zur Geschichte, die dahinter steckt. Und ja, ich werde da zurückreisen und werde mir das anschauen und werde mir das ansehen, was in meiner Abwesenheit so in Wolfenstein passiert ist. Hä? Das war jetzt seltsam. Aber ich werd mir das ansehen, was während meiner Abwesenheit passiert ist. Und weil das letzte war ja ein Brief, den ich erhalten habe. Ein Brief aus Wolfenstein, der mich ja damals zurückgelockt hat, um das zu untersuchen. Ne? Und mal sehen. Mal sehen, was uns dort erwarten wird. Ich bin gespannt. Wolfenstein ist nicht gerade um die Ecke. Da braucht man schon ein bisschen, bis man dort ist. Wir gehen ganz kurz noch zum Postkasten. Und da steht eine Kuh. Also sie geht, mittlerweile geht sie wieder. Manchmal steht sie nur, manchmal geht sie. Wir gehen ganz kurz noch zum Postkasten. Aber ich möchte Wolfenstein wieder mal sehen. Würde mich sehr, sehr reizen, wieder mal zurückzukehren. Und dementsprechend
dachte ich mir, warum nicht? Packst du deine sieben Sachen? Packst du deine sieben Sachen und ab nach Wolfenstein? Beziehungsweise, also ich lasse ja natürlich dann alles hier. Also ich lasse ja auch mein Werkzeug und alles da. Und damals war hier, wer sich erinnert, hier die an den Bürgermeister von Wolfsbach. Sehr geehrter Herr Kastador, es stimmt mich traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihre Cousine Mathea Kastador vor wenigen Tagen von uns gegangen ist. Eine Explosion in Ihrem Haus dürfte der Grund Ihres Ablebens gewesen sein. Ich versichere Ihnen, diese Umstände vollends aufzuklären, möchte Ihnen mein herzliches Beileid bekunden. Hochachtungsvoll, Severinus Kralltal, Bürgermeister von Wolfenstein. Ja, Severinus Kralltal. Ja, so war das. Der hat uns hier diese Nachricht geschickt damals. Und ja. Wir werden sehen. Wir werden dahin reisen, ja, weil wir haben in Wolfsbach wirklich viel getan. Wir können Wolfsbach wirklich mal kurz für ein, zwei Folgen sich, oder zumindest mal ein, zwei Folgen für sich hier lassen. Wolfsbach ist wirklich gewachsen, irrsinnig gewachsen. Und ich werde auch jetzt bald um das Stadtrecht ansuchen, sobald jetzt die letzten Häuser fertig sind, werde ich um das Stadtrecht ansuchen, weil wir haben jetzt alles, was eine Stadt ausmacht. Wir haben alles, was eine Stadt ausmacht, und dementsprechend werde ich ansuchen, weil die Schule ja jetzt fertig ist und auch wirklich die Gesundheits- und Krankenanstalt fertig ist. Die ganzen Einrichtungen sind fertig, die ganzen Handwerker sind fertig, und wir haben jetzt quasi hier in der Adlerwacht auch noch so viel Wohnfläche dazu gewonnen, ja. Also die Adlerwacht ist ja quasi wirklich schon so ein wundertoller Bezirk geworden. Ja, das heißt, wir haben viel vor. Ja, wir haben viel vor. Wie gesagt, hier steht schon wieder eine Kuh. Oder noch immer. Ah, jetzt geht sie. Manchmal steht sie, manchmal geht sie. Das ist die Kuh. Das ist die Kuh. So. Die Kuh mit IQ. Eine Kuh mit viel IQ ist auch eine Kuh. So. Ja. Und in diesem Sinne werde ich jetzt hier die Häuschen fertig machen. Ja, ich mache das. Ich weiß nicht, warum ich das so gerne mache, aber ich mache immer so einen Rand. Ich mache immer am Anfang den Rand. Und irgendwie ist es dann leichter für mich, ihnen das fertig zu machen. Ist wahrscheinlich nur ein Tick. Ja. Ist wahrscheinlich nur ein Tick. So. Schlafen. Ist wahrscheinlich nur ein Tick. Zack. So. Ist nur ein Tick. Ein Tick und ein Tack. So. Jetzt mache ich das noch fertig, aber dann ist wirklich Schluss. So, jetzt ist Schluss. Sonst mache ich noch weiter. Nee, soll keine XXL-Folge werden. So, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Wir werden das nächste Mal in Wolfenstein herum ackern. Werden nach Wolfenstein reisen. Werden uns Wolfenstein nochmal ansehen, wie sich's verändert hat. Weil Wolfenstein wird ja mittlerweile auch sich verändert haben. Wird auch anders geworden sein alles. Und ja. Jo, bis zum nächsten Mal haben wir dann hier eine definitiv fertige Geschichte. Ihr seht, wir haben noch Wolle, das sollte reichen, um alle Bedürfnisse hier abzudecken. Sollte reichen, um alles abzudecken. Wie viele haben wir von denen? 22, 22, 22, 17. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Platz. Hier haben wir noch ein bisschen Platz für Holz und für solche Sachen. So. Ja, wie gesagt, danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir werden beim nächsten Mal dann aus Wolfenstein hier, ITV-Studio, wie das Wolfenstein berichten. Aus Wolfenstein. Und, werden wir besuchen. Mal sehen, was dort los ist. Ja.
was wir da so machen können. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und es war mir wie immer ein Volksfest mit euch. Tschüss!